Ja, ahoi und herzlich willkommen, ihr ollen Dexratten, da ist er wieder, eure olle Schnatterschnauze, der Huda mit einem neuen Let's Play World of Warships. Ja, wo sind wir unterwegs hier? Dreizack? Ach, keine Ahnung, zumindest sind wir unterwegs mit dem Tier 6 Premium Schlachtschiff der Amerikaner mit der Arizona. Mit mir in der Division, Engine und Bastian von der IKC hier und ja, wir sind im Epizentrum-Modus. Ich mag das ja. Dadurch sind die Gegner und auch wir natürlich gezwungen, hier ein bisschen anzugreifen. Geiles Matchmaking haben wir hier. Sind Top-Tier, allerdings zwei Flugzeugträger. Ja, in jedem Team. Das heißt, jede Menge Flugzeuge am Himmel. Und wen haben wir da im Gegnerteam entdeckt? Von der TGF, der Else Primo, mein Freund. Und aus der H6H, der Horrorist. Ja, wunderschönen guten Tag, Jungs. Leider im Gegnerteam. Ja, mein Gott, was soll's? Ihr seid rot, müssen wir leider drauf schießen. So, was machen wir hier? Ich würde sagen, wir gehen hier auf der Dreierlinie nach vorne, um zu verhindern, dass sich hinter der dicken Insel dort so viele Leute einbunkern und uns das Leben schwer machen. Unsere Fahrer gut probiert da auch hinter die Insel zu kommen. Jo, das Team sieht eigentlich ganz gut verteilt aus hier. Der einen greifen von der rechten Flanke an, die anderen von der linken Flanke. Der Gegner scheint schon in der Mitte zu sein und hier praktischerweise den mittleren Cappoint einzunehmen. Das ist natürlich sehr ungünstig. Dadurch läuft er uns, denke ich mal, mit die Punkte gleich davon. Obwohl jetzt ist die Fahrergut endlich im mittleren Cap-Kreis angekommen und blockiert den. Das ist sehr gut. Hoffentlich bleibt das auch so. Oh, da hinten war eine Emily Berton. Die habe ich leider verpasst. Die König auf 18,7 Kilometer. Könnte man drauf schießen. Aber da ist Else Primo. Der kommt gleich hinter der Insel vor. So, in etwa anvisiert, Salbe gestreut und raus damit. Werden wir ihn gleich mal gebührend bekommen. Moin, L. So, na, kommt die Salbe auch irgendwann an? Jawohl, da kommt sie an und macht zwei publische Oberpens. Ja, gut, weiter im Text. Was haben wir hier noch im Angebot? Ich sehe nichts, bin allerdings durch Flieger entdeckt, denn da kommen jede Menge Flieger. Engine geht hier mit mir. Die ist sogar noch ein bisschen schneller mit ihrer Warspite, wie ich mit meinem super langsamen Schlachtschiff hier, der Arizona. Da vorne ist eine Furutaga. Die steht, oder? Gucken wir nach. Die steht tatsächlich. Die bremst. Und jetzt geht er. Die will nach hinten zurück. Ja, schießen wir ein bisschen nach hinten versetzt. Mal schauen. 10,3 Kilometer ist eine gute Entfernung. Breitseits. Und da macht's Bremse. Und da waren drei Zitadellentreffer. First Blood, vernichtender Schlag. Und der Gegner hat definitiv einen Kreuzer weniger. Sehr cool. So. Wen haben wir da hinten? Die Dunkirk, Emily Berton, die dreht allerdings jetzt nach hinten raus, das ist ungünstig. Probieren wir es nochmal auf Else Primo, der läuft jetzt laut Minimap schräg auf die dicke Insel zu dort vorne. Jetzt ist das Inselsymbol aus, ja, probieren wir es halt. So. Drüber mit dem Ding hier. Ja, Bastian macht das auch richtig da drüben, hat sich neben der Insel da eingecapped. Unsere Fahrergut ist weggefahren aus dem Mittelcap, das ist natürlich schlecht. Dadurch, ja, hat der Gegner das Mittelcap eingenommen und macht mittlerweile Punkte. Wir nicht. So, danke, Else Primo, wo bist du? Da ist er. Macht das jetzt völlig korrekt hier, steht sehr schön mit dem Bug zu mir, schwer zu durchschlagen. Er kann höchstens probieren, oben in die Aufbauten zu kommen und das mache ich jetzt auch. Mal sehen, ob das funktioniert. Else Primo schießt mit HE, auch durchaus legitim auf eine angewinkelte Arizona, ist mit den publischen Geschützen der Dunkirk nicht wirklich Damage zu machen. So, wir haben allerdings auch nicht allzu viel Damage gemacht hier. Engine hier vorne liegt hart unter Beschuss hier, brennt schon das, ja, weiß nicht, das wievielte Mal, auf jeden Fall hat sie jetzt gelöscht. Dahin ist die Emily Berton. Sehr schön. Ja, jetzt schießt er auf mich. Ja, gebe ich mit gleicher Münze zurück, Kumpel. Der läuft nämlich sehr schön geradeaus. Und laut Minimap dreht er auch nie zur Seite hier. Ja, und da gab es die Quittung dafür. 19.800 Schaden mit einem Zitadellentreffer. Allerdings ist jetzt Engine hinter die Insel gelaufen. Ich bin jetzt hier das einzige Ziel, was noch zu beschießen ist. Wobei Engine schon wieder brennt. Das ist eine sehr ungünstige Sache. Ja, Leute, liebe Leute, jetzt werde ich hier abdrehen müssen, weil einfach zu wenig Support hier. Was macht denn unser Team auf der rechten Seite? Gar nichts. Die sind alle weggefahren.
Die Kongo fährt oben Richtung B-Linie. Wir setzen hier dabei mal auf die König ab. Wie gesagt, bei den deutschen Schlachtschiffen immer etwas höher anhalten, da doch der Panzerungsgürtel recht beachtlich ist. Jetzt hat mich die Emily hier einen Brand geschossen. Jetzt reicht's mir aber mit dem. Hallo, Emily. Emily. Warte nur, ich komm dir schon. So. Gelöscht, denn jetzt kommt die nächste AE-Salve von der Seite rein, aber das Löschteam läuft ja noch 15 Sekunden und damit sind die Brände hier auch gleich wieder ausgegangen. Sehr schön. Und gleich noch ein bisschen Lebenspunkte wieder herstellen, auf die Emily absetzen, ein bisschen gestreut, falls sie dreht, was sie jetzt auch tut. Aber 11,4 Kilometer ist nicht wirklich weit entfernt und da gab es die nächste Zitadelle und Kill Nummer 2 auf der Uhr. Sehr geile Sache das. So, jetzt muss ich hier allerdings Fersengeld geben. Oh Gott, hier, unsere Warspite wurde gerade von Torpedofliegern angeflogen und hat da auch verdammt leiden müssen. So, aber wir drehen zwar ab, aber natürlich nicht ohne, ja, Else Primo nochmal Hallo zu sagen. Ich hätte auch die König genommen, aber die ist in dem Moment hinter die Insel gelaufen. Und demzufolge, ja, war hier Else Primo das lohnenswerteste Ziel und da gab es auch mal ordentlich Damage mit einem Zitadellentreffer. Ja, seitlich ist die Dunkirk sehr, sehr weich. Da hat sie mit einem Schlachtschiff eigentlich nicht viel gemein. Ja, der Bug ist unheimlich gut gepanzert und hat einen unheimlich guten Winkel, prallt man sehr viel ab. Allerdings, wie gesagt, ist die Seite der Dunkirk wirklich extrem weich. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die zwei Schlachtschiffe da vorne, die König und Else Primo, haben auch nicht sonderlich viel Support. So, was haben wir da noch? Der Else Primo. Und da dreht er wieder quer, macht er wieder einen Fehler. Ja, mein Gott. Tut mir leid, aber du bist hier momentan das Einzige, auf was ich vernünftig schießen kann. Und da gab es wieder 9000 in die Seite. Und wir sind schon fast bei 100.000 angekommen. Oh, wir führen sogar noch nach Punkten. Sehr schön, obwohl wir hier kein Cap eingenommen hatten. Bis jetzt von den dreien. Unser Fahrer, gut, die kurft dort irgendwo in der Mitte rum hier. So, also Primo hat da nochmal mit HE auf mich abgesetzt. Ist jetzt allerdings auf One-Shot runter. Hat hier keine große Chance mehr, der Sache zu entgehen, weil er kriegt von vorne Feuer und jetzt, ja, hat er die Wahl zwischen, ja, Regen und Traufe, zwischen Not und Elend. Irgendjemand muss er die Seite zeigen und das macht er bei mir. Und da ist er raus und wir haben Kill Nummer 3 auf der Uhr und führen immerhin, ja, doch schon mit ein paar Pünktchen, sage ich mal. Das einzige Problem ist, wir haben immer noch kein Cap. So, das gibt Hau in Lübeck, schreibt Else Primo, weil ich bin ja bald im Urlaub in Lübeck. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dort, Else Primo, und ich hoffe, du haust mich nicht ganz so doll, deswegen tut mir leid. Und da vorne kommt der Horrorist rein, mein Clan-Kamerad. Der Bastian von der IKC kümmert sich dabei hier vorne um die Anjan, setzt, ja, sieht sehr gut aus, hat auch nochmal Torps auf die Fuße aufgesetzt, auf den Horrorist. Ich setze meine hinteren Geschütztürme nochmal drauf ab, obwohl das doch ein recht ungünstiger Winkel war hier. Jetzt, ja, jetzt hängt der Bastian dort echt in der Klemme und da werden ihn wohl die Torpedos da zerreißen, da anschauen. Ja. Nee, die Bujoni hatten gekriegt. So, nochmal drüben anschauen. Die bremst. Komm, die hat nur noch 1400 Punkte. Vielleicht ist sie ja stehen geblieben. Deswegen haben wir jetzt da drauf geschossen. Engine hat es leider auch schon zerrissen. Die wurde halt von den Flieger sehr, sehr hart attackiert. So, der Herr Horrorist steht im sehr guten Winkel zu mir. Also für ihn gut, für mich eher weniger schön. So, gucken wir Visier mal an. Jetzt muss er allerdings eindrehen. Oh Gott, da brennt er auch schon wieder. Da hat er richtig Barbecue an Deck hier. Ne? Alle Mann Würstchen und Bier an Deck bringen, weil, ja, jetzt muss er eindrehen wegen die Torpedos, die auf ihn zukommen. Und das ist natürlich die Gelegenheit für mich, dort nochmal eine Salbe reinzuhämmern. Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das machen wir. Und da gibt es nochmal 12.000 auf die Mütze. Und ja, da brennt er runter und die Nürnberg hat sich den Uwe geholt. Ja, mein Gott, 110.000. Nach Schiffen führen wir. Cap haben wir allerdings keins. Was unsere Kongo dort oben auf der A-Linie macht, weiß der liebe Gott allein. Also ich habe da echt keinen Plan, was die dort oben will. So, unsere Flugzeugträger waren bis jetzt weniger erfolgreich. Die vom Gegner allerdings auch. So, unsere Kirov hier vorne wird runterbrennen. Jetzt probieren wir unser Glück dort hinten auf die New York über den Berg.
Aber die dreht schon wieder laut Minimap. Ja, diese Überbergschüsse, das ist halt immer viel Glück, was da dabei ist bei der ganzen Sache. Wobei man da ja nun mittlerweile auch schon Erfahrungswerte gesammelt hat. Und es gab immerhin 5500 Schaden auf die Mütze für die New York. So, jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir hier so schnell wie möglich ins Cap kommen, weil irgendwie ist keiner mehr im Cap. Oder nicht mehr viele. Unsere New York ist hier leicht größenwahnsinnig geworden und läuft hier um die Ecke. Ach, Kumpel, das macht man doch nicht. Und wird jetzt außerdem von den Fliegern angeflogen. Das ist natürlich sehr schlecht. Da kann ich da überhaupt nicht helfen. Jetzt probieren wir es nochmal auf die feindliche New York. Oh Gott, da ist immer noch das Bergsymbol. Wir probieren es trotzdem. Und das geht sogar alles rüber. Ne, einer ist hängen geblieben. Unsere New York dort vorne, die dürfte Fritte sein. Jawohl, da waren nochmal 9000 in die feindliche New York. Ja, die wird jetzt hier von den Fliegern hart attackiert hier. Die Flugzeugträger haben natürlich hier wirklich ein leichtes Spiel. Auf der Tierstufe gibt es wirklich noch keine nennenswerte Flak bei den Schlachtschiffen. Das ist natürlich, kommt den Jungs da sehr entgegen. Jetzt sollte hier vorne eigentlich kleine Bujoni auftauchen. Denke ich zumindest, weil die ist so gefahren. Geschütze ausgerichtet. Und wo bleibst du? Bujoni, da kommt sie. So. Anvisiert, hat mich gesehen, dreht sofort wieder raus. Panik in den Augen der Schiffsbesatzung. Muss ich hier noch rausnehmen, sonst machen wir noch einen Oder. Und da gab es immerhin nochmal 7800 in die Bujoni. Wir sind bei 133.000 und haben uns noch die Unterstützermedaille gesichert. Sehr schön, so soll es sein. So, und jetzt wieder rein hier. Jetzt müssen wir endlich das innere Cap einnehmen, weil der Gegner führt nämlich auf einmal. Wie geht das denn? Was ist denn da passiert? Haufen Schiffe geplatzt hier wahrscheinlich. Ja, der eine Kreuzer, der da bei uns unten auf der 10er Linie gelaufen ist, weiß ich auch nicht, was der wollte, weil der die Flugzeugträger attackieren. Oh, jetzt sehen wir die New York sogar mal. Und wenn wir sie sehen, schießen wir auch drauf. Ganz einfache Nummer. So, weiter reindrehen Richtung Cap. Da kommen schon wieder Bomber. Oh je, ach schön, haben wir uns die Großkalibermedaille gesichert. So, und jetzt haben sie natürlich mich auf der Ohr hier, die Bomber und die Flugzeuge. Ich bin hier das nächste Ziel, weil viel ist nicht mehr da, was einfach zu treffen ist. Da war auch ein fetten Brand. Ich wollte jetzt allerdings nicht brennen und da keine anderen Flugzeuge momentan in Sicht waren, haben wir gleich gelöscht. So, was haben wir dort? Immer noch die New York. 8700 Platten hat sie noch. Fährt einen recht guten Winkel. Sollte funktionieren, denke ich mal. Ja, sieht gut aus. Die Salbe kommt ganz nett rein. Und da macht's Röms und da war sie raus und da sind wir bei 147.000 und 4 Kills. So, hier vorne ist eine One-Shot Leander. Die würde ich mir gerne holen, dann gibt's nämlich einen Kragen hier. Aber da war sie schon weg und jetzt kommen hier Torpedoflieger. Ja, was so ist. Drehen, 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 komm schon. Ja, da nehme ich dann doch etliche mit hier. Ja, meine Flugzeuge schießen ja gar nichts runter. Die Bomber haben zum Glück wenigstens nicht getroffen und auch kein Brand verursacht. 1, 2, 3 Torps. So, jetzt haben wir, oh, da kommt der Brand dazu, Wassereinbruch. Ja, und wir haben kein Steuer mehr. Gebt ihn, gebt ihn, gebt ihn. Wir können nicht mehr steuern. Verdammte Kiste. Reparaturteam braucht noch 21 Sekunden, bis sie aus der Dusche wieder da sind hier. Aber das sollte reichen. Jetzt gehen wir erstmal vom Gas, dass wir ja nicht so weit wegkommen hier. Mit dem eingeschlagenen Ruder von unserer vorgegebenen Route. Aber in 7 Sekunden können wir hier wieder löschen. Aber jetzt sind wir auch schon unter 10.000 Lebenspunkten hier. So, sofort reparieren mussten wir hier an der Stelle. Aber ich denke mal, die Flieger werden mich hier auch noch ein paar Mal anfliegen. Unser Fahrer gut fasst sich jetzt ein Herz. Der hat aber auch schon sehr, sehr schön gearbeitet hier. Auch schon 2 Kills auf der Uhr. Fasst sich jetzt ein Herz, will das innere Cap erobern hier. Um uns da auch mal ein paar Punkte zu sichern, denn jetzt hören wir nämlich wieder. Sehr geil. Geht hin und her hier, aber der wird hier von der Bujoni hart attackiert. Oh, das wird wohl sein Ende werden. Jetzt dreht er quer, um hinter die Insel schnell noch zu entkommen. Aber das sieht echt übel aus für den. Das sieht echt übel aus für den. Hat nochmal Tropes abgesetzt, Motorschaden und da war er raus, die Fahrer. Gut. Ja. Da kommen die nächsten Bomber. Die Flak radert und radert und radert und schießt einfach nichts runter. Aber die wollen diesmal nicht zu mir, oder? Oh ja, doch wollen sie. Die kommen von vorn. Und da macht er mir wieder ein Feuerle. Ja, Schiff ist on fire. Ich weiß.
So, gegenheilen. Ach nee, gegenheilen kann ich nicht, verdammt. Ja, was macht hier die Bujoni? Die Bujoni fährt rückwärts. Verdammt. Ich will die Bujoni, ich will mein Kraken. Aber Bujoni flieht hier, dahin kommt schon wieder Torpedoflieger. Aber er wird denken, da ich ja nicht lösche, lohnt sich das nie und geht hier hinten auf den Kreuzer. Was ist das noch? Das ist unsere Nürnberg, der auch schon 2 Kills gemacht hat. Selbst die Kongo hat von dort hinten 1 Kill gemacht und ist jetzt endlich vorgekommen. Unsere Flugzeugträger gehen auch mit ins Cap sehr gut. Haben wahrscheinlich nur noch sehr, sehr wenige Flugzeuge. So, dahin ging die Ruhe auf. Steht allerdings hinterm Berg. Bujoni fährt immer weiter hinter die Insel. Verdammt, ne, dann fahren wir halt hinterher. Kennen wir keine Gnade. Fahren wir hinterher. Ja, da geht noch ein einziger Torpedoflieger Richtung Bujoni. Aber der sollte seine Torpedolaster nicht mehr abwerfen können, weil ein Flieger ist selbst für eine Bujoni machbar. Ja, und da ist es passiert. Runter war der Flieger und jetzt sehen wir auch nichts mehr. Ganz ungünstig. Ein Flugzeug haben wir bis jetzt abgeschossen hier. Und wir haben auch bloß noch 4600 Platten hier. Zum Glück hat der Gegner kein Schlachtschiff mehr, was mir böse Kellen reinhauen kann. Oh, Brandbekämpfungsteam ist auch wieder ready. Sehr schön, können wir gebrauchen. Da kommt die Bujoni vor. Anvisieren und sofort aus der Hüfte. Edi dazu kommt, Torps abzusetzen. Sehr geil. Zitadellentreffer raus. Krage freigelassen. Geil. 157.000 Damage. So soll das sein. Jetzt eindrehen, um eventuell ankommen. Torps zu entgehen. Verdammt. Ja. Bullseye, genau. Fahrergut. So, jetzt muss ich hier wieder quer drehen, da die Bomber wieder kommen. Verdammte Kiste. Ja, die werden mich wahrscheinlich wieder am Brand setzen. Aber wie gesagt, diesmal, der fliegt mich auch wieder von vorne an. Da kannst du drehen, wie du willst. So schnell ist die halt nicht. So, wieder am Brand. So, gucken wir noch kurz. Sehen wir andere Flieger? Ne, sehen wir keine. Ja, also prima, tut mir leid, da wird es wohl doch ein Video offen geben, weil das ist ein echt gutes Gefecht bis jetzt für mich hier. Mit 157.000 Damage, haben wir auch noch die Cap-Eroberung unterstützt hier. Läuft gut. Oh, Nürnberg, speak English, German shit. Ach, mein Gott. Nimm's locker. Nimm's locker, Nürnberg. Mein Gott, unterhalt mich halt mit meinem Kumpel gut, das kannst du nicht wissen. Die Nürnberg wird hinten angeflogen, weil die ist dem Flugzeugträger einfach zu nahe gekommen. Deswegen greift er jetzt die Nürnberg an. So. Wo war ich denn jetzt hin? Ach, ich war hinter der Insel lang hier. Ja, mein Gott. Ist nicht nett, was die Nürnberg schreibt. Braucht kein Mensch sowas. Braucht echt kein Mensch. So, ja, was soll ich hier noch kommentieren? Ne? Sie haben nur noch 2 Flugzeugträger, allerdings noch mit jeder Menge Flugzeuge. Sieht zumindest ganz danach aus. Aber wie gesagt, in 22 Sekunden ist mein Reparaturteam wieder ready. Vielleicht machen wir ja den einen noch auf, der andere steht dort hinter der Insel, da kommen wir nie rein. Die Nürnberg hat's zerrupft. Ja, siehst du, Kumpel, das war die Strafe für dein Rumgefläme hier. So, offen durch Flieger. Germany is not a Europe country. Na, alles klar. Geografie setzen 6 Nürnberg. Oh, da kommen die Bomber wieder. Verdammte Kiste. So, oh, wir kriegen den Flugzeugträger hier nicht auf. Hier die Kongo fährt ja im riesen Bogen außen rum. Und fliegt da an. Wahrscheinlich mich, ich habe ja weniger Platten hier. Mich will er noch raus haben. Na bitte, und dann macht er mir auch ein Feuerle. It's New Muslim Land Deutschland. Also bitte, Nürnberg. Nun krieg dich mal wieder ein, du Vogelkopf. Na? Kann ja wohl nicht sein, ja. Oh, ein Scheiß hier. So. 5 Medaillen bis jetzt läuft. 38 Sekunden noch. Ich sehe den verdammten Flugzeugträger noch. No so speak English oder go to Arabian Silver. Ja, na gut. Und er schreibt da auch noch was Blödes, die Fahrgut. Mein Gott. Ja, wenn schon nichts zu tun ist, dann ist wenigstens im Chat was los hier. Ne? Und kann man sagen, oh je, da kommen Bomber und Torpedoflieger. Aber es sind noch 20 Sekunden. Die muss ich noch überleben. Und das werden wir wahrscheinlich auch.
weil der ist noch zu weit entfernt. Der kommt hier nicht mehr zum Abwurf. 10 Sekunden noch. Oh, da geht der Flugzeugträger auf. Geschütz in die falsche Richtung gedreht. Was soll's hier? 5 Sekunden und dann ist das Ding gelaufen. Der kommt nicht mehr dazu, seine Bombenlast hier auf mich abzuwerfen. Das Ding ist rum und das haben wir nach Hause geschaukelt. Recht gut gelungen, das Match, würde ich mal sagen. Ja, schauen wir einfach mal. Großkaliber haben wir bekommen. Dann haben wir noch fürs Blatt den Kraken. Ja, einen Trettnert haben wir uns auch noch geholt nebenher. Dann haben wir uns noch den Unterstützer geholt und natürlich den vernichtenden Schlag. 6 Medaillen in dem Match, geile Sache das. 157.000 Damage mit 7 Zitadellentreffern. Ja, läuft. Ne? 3 Caps haben wir erobert, 2 popelische Flugzeuge abgeschossen, das ist ein bisschen wenig. Dann insgesamt 5 Schiffe zerstört mit 73 Granatentreffern. Ja, läuft, würde ich mal sagen. Guck mal in die Teamauswertung. Das sieht doch ganz gut aus, würde ich mal sagen. Platz 1 mit ordentlich Abstand, über 500 Punkten Abstand. Engine und Bastian haben es immerhin noch auf Platz 5 und 6 geschafft. Na, die lagen ja auch ziemlich hart unter Feuer. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir relativ gut zusammengearbeitet haben hier. War eine schöne Sache. Im ausführlichen Bericht gucken wir einfach nochmal rein. Ja, 34.000 auf El Supremo. Sorry nochmal an der Stelle. Finigus haben wir was reingedrückt. Der Furutaga, ja, der tat es richtig weh. Dem Emily, dem Emil hat es auch nie gefallen. Selbst bei Johnny und der Uwe hat auch nochmal 12.000 gekriegt. Ja, wie gesagt, jeweils ein Flugzeug abgeschossen. Das ist mau. 157.000, alles zugunsten der Sekundärbatterien und wir haben immerhin noch der Hauptbatterien und wir haben immerhin noch 53 Kilometer zurückgelegt. Ja, gucken wir nochmal bei Kreditpunkten, ist ja schließlich ein Premium-Schiff, sollte sich gelohnt haben, nach bitte 426.000 Credits, läuft so, gefällt mir das und 6.851 EP. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ein echt geiler Sieg fürs böse Rotkäppchen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Futter TV. Und bis dahin denkt immer dran, versenkt sie, bevor sie euch versenken.